Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und Sie wissen, bei Spezial gibt es immer ein spezielles Thema. Und heute habe ich eingeladen den Berliner Bundestagsabgeordneten der CDU, Thomas Hallmann. Und er hat ein Buch geschrieben, zusammen mit einer Frau. Und ich lese Ihnen mal vor, was darüber geschrieben wurde oder in dem Buch steht. Wir sind Bundestagsabgeordnete und glauben, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Unseren Staat und unsere Art, Politik zu machen, müssen wir grundlegend neu organisieren. Deswegen heißt dieses Buch nicht Neustart, was ich zuerst immer gelesen habe, sondern Neustart. Politik und Staat müssen sich ändern. Das ist ein hartes Stück, was Sie da geschrieben haben, Herr Hallmann. Was sagt denn also der Verkaufserfolg des Buches spricht dafür, und übrigens auch die Umfragen, dass die meisten Deutschen so denken und sagen, wir sollten unseren Staat jetzt mal grundsätzlich modernisieren. Und das, glauben wir, ist nötig. Ist das die neue Bibel für die Zukunft Deutschlands? Ja, also die Pflichtlektüre. Also die Bibel würde ich da nicht als Christdemokrat jetzt nicht als Vergleich oder Vorbild nehmen. Aber wäre doch was. Aber es ist ein grundlegendes Buch, für das wir anderthalb Jahre gearbeitet haben, ja, in einer relativ großen Gruppe, bei der wir analysiert haben, was ist es denn genau, das uns so langsam macht in der Verwaltung? Was ist es denn genau, dass wir so schwer Entscheidungen treffen? Und wenig überraschend, es ist nicht ein Grund, sondern es sind viele Gründe. Und 103 lese ich hier. Ja, also ich glaube, die Zahl 103 ist nicht absolut zu sehen, aber es ist eine Vielzahl von Einzelheiten, die wir grundsätzlich neu machen müssen. Und dazu müssen wir uns aufraffen, wenn wir im 21. Jahrhundert als Land ähnlich wohlhabend, ähnlich erfolgreich, mit ähnlicher Wertebasis sind wie in den letzten 70 Jahren. Was mich gewundert hat, ist, dass Sie ja CDU-Abgeordneter sind. Und wir haben eine erfolgreiche 16-jährige Kanzlerschaft von Frau Merkel, wenn sie dann durchhält bis zum letzten Jahr, also noch knapp ein Jahr und vier Monate, sind 16 Jahre und ein paar Tage, ja, dass Sie als Bundestagsabgeordneter schreiben, wir müssen diesen Staat völlig neu machen. Dabei habe ich immer gedacht, Sie sind stolz darauf, was Frau Merkel mit diesem Staat gemacht hat. Ich bin auch stolz drauf. Frau Merkel hat Verdienste um Europa. Frau Merkels Amtszeit ist durch einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufstieg und einen unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg geprägt, der immer die Gefahr hat, dass man zu satt ist. Aber wir müssen erkennen im 21. Jahrhundert, dass sich in rasendem Tempo die Welt um uns herum verändert. Das ist der Konflikt zwischen Asien und Amerika. Das ist die zunehmende Rolle der Digitalisierung. Das ist natürlich auch die Pandemie. Das ist der Klimawandel. Das ist das Thema Migration. Das ist das Thema, die Bevölkerung verändert sich in ihren Einstellungen. Und das können wir ja nicht einfach alles negieren. Deutschland hat. Und an dem hat Frau Merkel überhaupt keine Schuld. Weder an der Pandemie, nein, noch Merkel, an Corona. Also, ehrlich gesagt, in der Politik wird ja oft Ping-Pong gespielt und sagen, es ist Schuld. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Unser Thema ist, was kommt denn jetzt? Was verändert sich und wie stellen wir uns auf diese Veränderungen ein? Das hat Deutschland zweimal in seiner Geschichte sehr erfolgreich gemacht, und zwar 1806. Mit den sogenannten Stein-Hardenbergschen Reformen. Das hat vielleicht der ein oder andere Fernsehzuschauer noch ganz irgendwie vage im Hinterkopf. Waren beides Preußen, die den Staat umgekrempelt haben. Aber das war die Grundlage dafür, dass das, was wir heute Gründerjahre nennen, überhaupt möglich waren. Und das hat Deutschland von dem letzten Platz in Europa auf den ersten Platz in Europa gebracht. Und nach den katastrophalen Niederlage im Zweiten Weltkrieg und den verheerenden Nazi-Jahren haben wir ja auch uns nochmal vollständig neu aufgestellt. Und es ist Zeit, sich nochmal neu aufzustellen. Natürlich sind die Fragen heute andere als nach 1945 und nochmal andere als 1806. Und die Fragen haben wir aufgeschrieben und haben versucht, Antworten zu geben, damit es eine Debatte darüber geben kann. Und die stehen alle in dem Buch. Aber nochmal die Frage gestellt, das wundert mich trotzdem ein bisschen. Sie sitzen ja nun auch im Bundestag, Sie gehören der CDU an, die märkische Politik war erfolgreich. Warum hat man denn all das, was Sie hier kritisieren, wo Sie sagen, wir hängen hinterher, warum ist denn das nicht in den Zeiten der märkischen Kanzlerschaft angefasst worden, zumindest angefasst worden? Es wird auch jetzt einiges angefasst davon. Digitalisierung zum Beispiel. Also einige der Vorschläge, die wir machen, werden noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Die ist nur noch ein paar Tage, ein paar Wochen. Ja, das ist noch ein gutes Jahr. Als Frau Merkel Bundeskanzlerin war, hat es noch lange gar kein Smartphone gegeben. Geschweige denn, dass 97, 95% der Bundesbürger ein Smartphone haben.
Den Konflikt zwischen Asien und Amerika hat es auch nicht gegeben, auch weil China natürlich nicht so aufgestiegen ist. Also es hat sich halt eine Menge im Hintergrund auch nicht gegeben. Es hat sich im Hintergrund eine Menge geändert. Und unsere Auffassung, auch meine Auffassung ist, das ist jetzt mal Zeit, sich zu besinnen und sagen, stimmt unsere Strategie eigentlich noch? Und die hat für die Vergangenheit ja gestimmt. Es ist ja nicht so, dass das für die Vergangenheit falsch war. Für die Zukunft geht es aber so nicht mehr. Und im Übrigen ist das auch gar kein reines Bundesthema, sondern das ist ein Thema, das Bund, Land, Kommune, sogar die Krankenkassen betreffen. Und da regieren nämlich alle Parteien. Und letzte Bemerkung, naja, nur weil wir eine erfolgreiche 16 Jahre mit Merkel gehabt haben, ist es doch gut, wenn wir uns jetzt nicht einfach rechthaberisch sagen und da muss auch alles so bleiben, wie es ist, weil es war ja erfolgreich. Jedes Unternehmen, das ein ganz erfolgreiches Produkt hat, muss sich irgendwann neu erfinden. Und so müssen wir uns auch neu erfinden. So geht es der deutschen Automobilindustrie. Der Diesel ist gut, aber auf einmal wollen die Leute kein Diesel mehr. Ja, die haben eindeutig zu spät reagiert. Ja. Und ich wünsche mir für meine CDU, dass wir nicht zu spät reagieren, sondern dass wir sind ja auch die Ersten, die das so klar sagen unter den Parteien. Jetzt ist mal Zeit für eine Staatsreform. Und Ihr Buch entwickelt sich zum Bestseller, Spiegel-Bestsellerliste schon zu haben. Das war der Werbeblock jetzt. Kommen wir mal zu den 103 Vorschlägen, was Sie neu machen wollen. Das heißt, das liest sich ja wie ein Regierungsprogramm für eine neue, ich will nicht sagen große Koalition, aber für eine von der CDU geführte Regierung im nächsten Jahr. Es wird gewählt am 21. September 2021, sowohl glaube, in Berlin. Ich glaube, 26, damit bin ja, ich ganz sicher. Auf jeden Fall Ende September nächsten Jahres. Und das es ist auch so. Berlin wählt es zur gleichen Zeit. Es ist nur Innenpolitik. Ja. Also wir haben die Fragen von Migration, Außenpolitik, Verteidigungspolitik. Wir haben auch nicht über Rassismus geredet und so. Also es gibt noch mehr Themen. Aber innenpolitisch, wie organisieren wir uns nach innen? Wie machen wir Wirtschaftspolitik, weil das einen großen Zusammenhang mit der Innenpolitik hat? Das versuchen wir in der Tat so aufzuschreiben, als wenn es ein Regierungsprogramm ist, weil ich finde, wir schulden dem Wähler ja auch rechtzeitig eine Debatte. Wie würden wir denn das weitermachen, wenn wir den nächsten Wählerauftrag bekommen? Und ich bin sehr stolz darauf, dass die Union die Ersten sind, die so ein umfassendes Werk vorlegen können. Das habe ich ja nicht alleine geschrieben. Ich bin zwar der Initiator, aber es haben 30 Bundestagsabgeordneten aus der Union geschrieben. Ein kleiner Hinweis, wenn ich darf. Schicken Sie das Buch doch gleich Herrn Lindner, damit er nicht wieder aus den Verhandlungen rausläuft. Da kann er das schon vorab lesen, ob er zustimmen will oder nicht. Die FDP hat, glaube ich, was die öffentliche Zustimmung anbetrifft, sehr viele Rückschläge hinnehmen müssen wegen seines Fehlers. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt erstmal immer auf die anderen draufhaut, sondern ich finde, wir können ja selber besser werden. Das ist immer die bessere Haltung, als jetzt immer auf die anderen zu zeigen. 103 Vorschläge, über 30 Autoren, Sie sind der Initiator. Und die Frage ist, was ist von diesen 103 Vorschlägen für Sie und Ihre Mitarbeiter der wichtigste? Was zuerst umgesetzt werden muss, ich glaube, im nächsten Jahr nach der Wahl? Es gibt ein großes Kapitel in dem Buch, wie bauen wir den Staat neu auf? Also natürlich behalten wir Demokratie und Rechtsstaat und Grundrechte, das müssen wir ja wohl nicht diskutieren. Aber die Frage, wie arbeitet die Verwaltung, wie arbeitet sie vor allen Dingen zusammen, wie setzen wir das Personal ein, deswegen reden wir über Dienstrecht, wie arbeiten wir zusammen, wie sehen unsere Gesetze aus, das alles müssen wir modernisieren. Und dann können wir es auch digitalisieren. Wir haben einfach nicht richtige Abläufe. Und man kann auch sehr einfach begründen, warum das so ist. Stein Hardenberg hat vor 200 Jahren Ordnung in die Verwaltung gebracht und hat das Ressortprinzip gemacht und hat, wir nennen das die führende Akte. Der Vorgang ist immer da, wo die Akte ist, die Papierakte. Und einer arbeitet nach dem anderen. Da gibt es so ein Farbsystem in der Akte, sodass man immer weiß, wo ist eigentlich der Vorgang. Damals hatte die Reichskanzlei 10 Mitarbeiter. Heute haben wir im öffentlichen Dienst 4,7 Millionen Mitarbeiter. Die Zahl der Behörden ist explodiert. Wir können nicht mehr nacheinander arbeiten, sondern wir müssen neudeutsch kollaborativ, also gleichzeitig sinnvoll zusammenarbeiten. Dafür gibt es heute auch digitale Tools. Die setzen wir alle nur nicht ein, weil das Verwaltungsverfahrensgesetz immer noch davon ausgeht, dass es eigentlich nur Papier gibt. Und das ist das während Ihrer Zeit im Bundestag überhaupt jemals auf die Tagesordnung gekommen? Und da steht Modernisierung des Verwaltungsrechts. Ja, Horst Seehofer hat jetzt auch gerade eine Abteilung oder ein Referat Verwaltungsmodernisierung eingeführt. Jetzt. Ja, jetzt so. Jetzt. Drei Jahre. Worden ist.
Aber ich bin ja das erste Mal im Deutschen Bundestag gewählt. Und nach anderthalb Jahren ist mir aufgefallen, wir reden da zwar mal so drüber, aber wir sind zu oberflächlich und zu sehr in Überschriften. Wir müssen uns schon mal mit den Details beschäftigen, wie könnte es denn wirklich in der Praxis funktionieren. Und dann haben Nadine Schön und ich das organisiert, dass wir darüber wirklich lange diskutiert haben. Wir sind nach China gefahren, haben uns da angeguckt, wie machen die eigentlich Wirtschaftspolitik, wie organisieren die sich, was können wir davon lernen, was wollen wir auch auf gar keinen Fall aus China. Da gibt es auch eine Menge, wo man sagen, kommt überhaupt nicht in Frage. Und daraus sind dann diese Vorschläge entstanden. Und über die reden wir nach einer kurzen Werbepause weiter mit Thomas Hallmann. Er hat mit 30 anderen dieses Buch geschrieben, alles Bundestagsabgeordnete. Und das heißt nicht Neustart, sondern Neustart. Das heißt, es wird quasi ein neuer Staat dargestellt im Rahmen der schon bestehenden Gesetze. Es ist keine Revolution. Nein, kein Umsturz. Neustart, kein Umsturz, aber hochinteressant. Das liest sich, wie ich habe schon gesagt eben und auch schon nachgefragt, wie die neue Regierungserklärung im Oktober nächsten Jahres, wenn sie denn von der CDU geführt werden würde und sie dann Kanzleramtsminister werden. Eine Postenverteilung gibt es gar nicht sprich. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück in unserer Sendung TV Berlin Spezial und zu Gast ist heute Thomas Hallmann. Er hat mit 30 anderen Bundestagsabgeordneten dieses Buch geschrieben, Neustart, Politik und Staat müssen sich ändern. Und das ist hochinteressant. Eigentlich stellen Sie die ganze Republik auf den Kopf und sagen so, jetzt ist Zeit, es muss geändert werden. Und meine letzte Frage vor der Pause war, was ist das Wichtigste, das Primäre, was wirklich geändert werden muss, sofort, spätestens im Oktober, wenn die neue Regierung steht? Wir müssen die Art der Zusammenarbeit zwischen Behörden ändern. Ja, Sie haben alle in der Pandemie gesagt, jawohl, Scherz, da ist ein Gesundheitsamt, die Corona-Meldung per Fax an Landesämter schickt, die tippen das ab. Da steht fassen auf den Faxgeräten drauf, ja, Museumstück, bitte nicht anfassen. Und dann faxen sie es ans Robert-Koch-Institut. Und das ist ja nur ein äußerliches Symbol. Und das Problem ist, dass der einzelne Mitarbeiter in einem Gesundheitsamt irgendeiner Stadt, der kann das ja gar nicht ändern. Das kann ja nur im Zusammenwirken zwischen den Ländern. Diese Prozesse sind viel zu langsam, viel zu bürokratisch und sie sind eben alle aus Papierakten des letzten Jahrhunderts gedacht. Wir müssen die Verfahren dafür auch umstellen. Das ist keine ganz einfache Umstellung. Das ist so, wenn Sie Benzinmotor auf Elektromotor, ein Benzinauto auf Elektroauto umstellen, da setzen Sie nicht nur einen anderen Motor ein, sondern da müssen Sie halt ein bisschen mehr umkonstruieren. Und das dauert halt einen Moment. Und das, was wir vorschlagen, dauert auch 10 Jahre. Aber wir müssen jetzt mal irgendwann anfangen, weil sonst wird die Innovation in Deutschland keinen Platz mehr haben. Und dann sind wir irgendwann ein Freilichtmuseum. Ich erinnere mich doch, als die rot-rot-grüne Koalition in Berlin ihr Amt antrat, da hieß es Digitalisierung, Modernisierung in den Gerichtssälen, damit man nicht immer mit den Wägelchen über den Flur schiebt. Ich glaube, das ist immer noch so. Es ist auch in der Justiz so, dass die elektronische Akte noch lange nicht da ist. Und auch das hat was mit den dahinterliegenden Verfahren zu tun. Der Berliner Senat hat ja auch alle möglichen Versprechungen für die Digitalisierung und der Verbesserung der Behörden gemacht. Davon hat er gar nichts erfüllt, weil er aus meiner Sicht die wirklichen Fragen gar nicht analysiert hat. Sondern er hat gesagt, das finden wir gut, das finden ja eigentlich alle gut. Dann haben sie irgendeine Staatssekretärin eingesetzt, die das jetzt machen soll und haben gesagt, und im Übrigen machen wir weiter wie bisher. Das geht aber nicht. Also wir Politiker müssen uns auch ändern in unserer Arbeitsweise, damit das alles möglich wird. Man kann Digitalisierung jedem Unternehmen so, das können Sie nicht sagen, das macht irgendein Experte und wir machen alles so weiter wie bisher. Das funktioniert nicht. Ich finde es ja schon erstaunlich, dass diese Staatssekretärin den meisten unbekannt ist, wenn man auf die Straße geht. Und eigentlich müsste das die jugendlichste, dynamischste, bekannteste Politikerin nach der Kanzlerin sein, weil sie etwas macht, was uns alle angeht und wir alle jeden Tag mit unserem Smartphone in die Hand nehmen. Aber erstens ist das in der Wirtschaft würde man sagen eine Top-Management-Aufgabe. Ja. Und wenn Sie auf den Berliner Senat hinziehen, dann müsste Müller sich jeden Tag damit beschäftigen und seine Senatoren und Senatorinnen, die das nicht tun, die davon nichts verstehen. Das ist auch eine Generationenfrage. Sie können ja auch keine medizinischen Dinge neu machen, wenn Sie von Medizin nichts verstehen. Und so, wenn Sie sich von IT nichts verstehen, können Sie es auch schwer umgestalten.
Und es gibt halt ganz viele, die sagen, ist ja alles schön und gut, bin auch gar nicht dagegen, aber ich möchte arbeiten wie bisher. Und das funktioniert nicht, ja. weil sie lauter Einzelfragen dann entscheiden müssen, die sie eigentlich oben entscheiden müssen und nicht unten den Fachleuten überlassen. Das wird Haben Sie denn Hoffnung, dass das nach der nächsten Bundestagswahl anders wird? Auch dann ist Ihr Buch ein Jahr alt schon, nächstes Jahr? Heute hat unser Fraktionsvorsitzender Brinkhaus gesagt, dass das Programm der ganzen Unionsfraktion wird. Und ich bin doppelt positiv gestimmt oder sogar dreifach, weil es sehr gut besprochen wird in den Medien, weil es sich sehr gut beim Publikum verkauft und weil in der Union die Unterstützung so groß ist, dass ich Hoffnung habe, dass das auch hält bis zum nächsten Jahr und dass wir das dann in Koalitionsverhandlungen durchsetzen. Also war das ein interner Weckruf? Was mich umso mehr erstaunt, weil ja eigentlich in Ihrer Partei ständig von Digitalisierung geredet wird, in Ihrer Fraktion. Es wird überall von Digitalisierung geredet, aber das nützt nichts, wenn man nicht dahinter, Schäuble würde immer sagen, Substanz liefert. Sie müssen schon sich mit den Details beschäftigen, um zu überlegen, wie kann man das denn neu machen? Sie können ja auch kein neues Auto bauen und sagen, ich weiß eigentlich nicht, wie ein Elektromotor funktioniert. Das wird einfach nichts. Ich kaufe den mal bei Amazon und dann baue ich den vorne ein. Einfach gedacht. Ja. Zweiter Punkt, also was ist danach das Wichtigste, was geändert werden muss? Stimmt unsere Finanzverfassung noch? Können wir jahrelang, sind wir auf die schwarze Null eingeschworen, also keine Schulden und jetzt schmeißen wir nur so mit dem Geld um uns herum? Also ich glaube, die schwarze Null war richtig. Sie gibt uns ja jetzt auch die Möglichkeit, mit Abstand am meisten Geld relativ zu den Einwohnerzahlen auszugeben in Corona. Und Corona braucht eine entschlossene Antwort. Jetzt können Sie ja rummäkeln an Details und sagen, 300 Euro pro Person ist falsch oder nicht falsch. Ich glaube, darauf kommt es nicht wirklich an. Wichtig ist, wir geben den Unternehmen und den Menschen jetzt eine Menge Geld, um die Talfahrt zu beenden. Da bin ich mir ganz sicher, das wird gelingen. Wie schnell wir in einen Aufschwung wiederkommen, hängt ehrlich gesagt auch sehr stark davon ab, wie gut Europa aus der Krise kommt. Weil wir am allermeisten nach Europa exportieren. Und wenn Spanien, Frankreich, Italien als riesige Länder, England nicht aus der Krise kommen, dann wird auch die deutsche Wirtschaft nicht aus der Krise kommen können. Deswegen kann man noch keinen Aufschwung versprechen, wenn man seriös ist. Aber wir können den Stopp des Wirtschaftsaufschwungs, das zeigen auch jetzt die allerersten Zahlen, das werden wir hinkriegen. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir auch in Europa uns unter die Arme fassen. Da werden wir auch als deutscher Steuerzahler was bezahlen müssen. Das ist aber moralisch richtig, es ist vor allen Dingen ökonomisch richtig. Und dann kommen wir aus der Krise raus. Das Thema Neustart ist ja ein längerfristiges Projekt. Das ist ja jetzt nicht die kurzfristige Reaktion auf die Corona-Krise, sondern es ist die langfristige Reaktion, wie werden wir eigentlich wettbewerbsfähig? Und die Wettbewerbsfähigkeit hängt eben ganz stark davon ab, dass Unternehmen die richtigen Rahmenbedingungen haben. Oder geht es nicht nur um Kosten, das ist auch immer ein Faktor, sondern auch um die Frage, wann weiß ich eigentlich, was ich darf? Daten werden ein Rohstoff, sagen viele Leute, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich technischen Rohstoff ist oder nicht, aber es wird halt wichtig und es wird auch immer wichtiger. Und deswegen schlagen wir in diesem Buch auch einen vollständig neuen rechtlichen Umgang mit Daten vor, weil wir eigentlich auf die zukünftigen Fragen der Datenwirtschaft alle gar keine Antworten haben. Und wie ist dieser zukünftige Zugriff? Also, dass alle darauf zugreifen können, ist der Zugriff frei? Nee, also bisher ist es so, dass wir den Grundsatz der Datensparsamkeit auch für die Wirtschaft postuliert haben. Es hat zwei Wirkungen. Erstens hat nicht funktioniert und zweitens, es begünstigt die Ausländer. Das heißt, wir haben eigentlich die schlechteste aller Lösungen. Die Datensparsamkeit kommt gar nicht, aber die deutsche Wirtschaft ist benachteiligt. Das ist völliger Quatsch. Deswegen wollen wir zwei neue Grundsätze. Erstens Datensouveränität, das heißt, die Bürger dürfen mehr selber entscheiden, haben auch mehr Daten selber in der Hand. Und das zweite und wichtige ist, wir nennen das Datensorgfalt. Wir sagen, wir brauchen diese Daten. Aber weil wir so viele Daten haben und weil die Datenmenge übrigens explodieren wird in Zukunft, und das können wir auch gar nicht verhindern, brauchen wir einen Datenwirtschaftsprüfer, der so wie über die Buchhaltungszahlen eben immer einer drüber guckt, und zwar nicht zufällig, wenn Verdacht ist, sondern immer. So wollen wir, dass immer jemand die Firmen kontrolliert, dass sie mit den Daten auch ordentlich umgeht und nicht nur, wenn es ein Problem gibt. Und damit wollen wir auch mehr Rechtssicherheit haben. Und das ist eine vollständig neue
Grundansatz, wie man mit Daten umgeht und wie man auch mit künstlicher Intelligenz umgeht. Denn wenn wir uns da ausklinken aus Deutschland, dann wird die Zukunft woanders stattfinden. Und in dem Buch sagen wir, ohne KI gehen wir K.O. Ja, ohne KI, also ohne künstliche Intelligenz gehen wir K.O. Schöner Begriff aus dem Boxsport. Aber wenn ich so gucke, wie wir heute damit umgehen, die Leute haben schon wieder Angst, dass zu viele ihrer Daten öffentlich werden. Dabei geben sie sie alle doch freiwillig preis, wenn sie das ist das Datenparadox. Amazon. Das ist genau, das beschreiben Sie völlig korrekt, das ist das Datenparadox. Und den Datenparadox, das können wir jetzt ja nicht nur im Feuilleton beschreiben, sondern wir müssen irgendwie mal eine Antwort finden. Unsere Antwort ist, sind zweierlei. Erstens, ich kriege ein Datencockpit als Bürger, da kann ich das selber einstellen, was ich will und was ich nicht will. Und selbst wenn ich es erlaube, Klammer auf, was 99% der Bevölkerung nämlich tut, dann führen wir eine flächendeckende, dauerhafte Kontrolle ein, lassen dafür aber mehr zu. Weil wir sagen, es geht doch nicht darum, ob das Datum irgendwo in einer 0 und 1 versteckt irgendwo liegt, sondern es geht darum, dass es da kein sogenanntes Profilierung gibt oder kein Profiling, Englisch, dass man eben nicht feststellen kann. Und ich weiß, was damit geschieht. So, und Sie können relativ einfach natürlich kontrollieren, ob, was mit Ihren Daten auf einem Server passiert und ob das legitim ist oder nicht. Es wäre so, als wenn wir den Leuten sagen, wenn wir einem DAX-Unternehmen sagen, mit Geld dürfen sie nicht umgehen. Das ist auch Quatsch. Aber wir kontrollieren das über Wirtschaftsprüfer, wie wir ja gerade bei Wirecard gesehen haben. Ist es notwendig, dass das sehr genau kontrolliert wird? Und so ist die Frage, wie gehen wir mit Daten oder wie gehen die Unternehmen mit Daten um? Müssen wir kontrollieren? Und so wie bei Bilanzzahlen flächendeckend, so muss das auch bei Daten flächendeckend sein. Und das ist ein völlig neuer Ansatz als den wir bisher gefahren haben. Ihr Buch liest sich ja spannend, nur ich habe so manchmal das Gefühl, wir haben bei G5 den Anschluss verloren. Wir haben bei der Digitalisierung den Anschluss verloren. Wir sind dabei, den Anschluss in der Automobilindustrie zu verlieren. Jedenfalls hat man den Eindruck, ich weiß nicht, ob es wirklich so kommt. Ja, wo sind wir eigentlich noch führend und müssen aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren? Oder anders gefragt, wo ist Europa überhaupt noch in der Lage, wieder Spitzenpositionen zu bekommen? Also wir sind in ein paar traditionellen Industrien führend, die werden uns auch noch eine ganze Weile tragen. Wir sind dann in der nächsten Generation der Produkte, dass die großen Plattformen sind, hängen wir hinterher. Und unsere Idee ist, darauf jetzt gleich in der nächsten Generation anzugreifen. Also die Idee, wir schaffen jetzt ein europäisches Google, halte ich für völlig aussichtslos. Es wird aber, die Entwicklung ist schnell, es wird sozusagen schon wieder was Neues geben. Und also in dieser neuen Generation, da sollten es auch einen europäischen Marktanteil geben. Das ist natürlich künstliche Intelligenz, das ist das, was man Industrie 4.0, also das technisch vernetzte Arbeiten anbetrifft. Das wird ganz sicher in der Gesundheitswirtschaft sein, das wird ganz sicher in der Frage der Prävention liegen. Also gibt eine Menge Themen, wo wir... Sehr beruhigend zu hören, wir sind leider am Ende der Sendung. Wenn ich das richtig verstehe, ist, lass die anderen uns mal überholen, beim nächsten Mal überholen. Ja, sie haben uns überholt. Sie haben uns überholt. Aber beim nächsten Mal überholen wir sie wieder. Es gibt neue Spiele und da müssen wir gewinnen. Optimismus aus diesem Buch. Neustart, geschrieben von Thomas Heilmann und von Nadine Schön, ja, steht auf der Bestsellerliste Spiegel und ich kann nur sagen, hochinteressant und ist vielleicht die Regierungserklärung der nächsten CDU-Regierung nächstes Jahr, aber immerhin, es wird bis dahin diskutiert werden und mal sehen, was davon umgesetzt wird und welche Funktion Sie dann haben in dieser neuen Regierung, wenn Sie dann eine haben wollen. Alles liegt immer an einem selbst, das gilt auch für die Zukunft. Vielen Dank, dass Sie da waren. Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und Autor dieses Buches. Und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche wie immer. TV Berlin Spezial 18:15 auf diesem Sender. Bis dahin, danke und tschüss.